Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit unserer Truhe. Können wir die irgendwie noch benennen? Ich muss schon sehen, ob die... gut, jetzt ist wahrscheinlich schwer, warum wir sie hingesetzt haben. Aha. Durch die Türe kommt es natürlich nicht. Also wir machen jetzt hier die Türe natürlich auf. Ja, komm rein. Kommt sie? Ah, wahrscheinlich sind wir zu nah dran. Jo, ist ja gut. Kleine Truhe. Geht die eigentlich schon auf? Nee. Warte, ah ja, warte mal. Wenn man jetzt was zu essen hin tut, ne? Pass auf. Es gibt. Warte. Nom. Die Truhe fordert alles, ist voll gut. Was wollte ich jetzt machen? Boah, ich bin abgelenkt heute. Ich bin nicht ganz bei der Sache heute. Ich wollte den Turm bauen, ich möchte das Lager bauen. Wir brauchen ein Lager. Das ist wichtiger gerade als alles andere, das Lager. Und ich bin eine dumme Nuss, denn ich habe das Eisen da reingetan, anstatt in den... Gut gemacht. Ah, egal. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Das Lager machen wir hierher, würde ich sagen. Oder machen wir es hierher, ja, ne? Hier so. Wollen wir es auf eine Etage höher machen, also auf der Ebene, oben drauf oder auf der? Ich würde sogar machen, so auf der hier, ne? Ja, hier einfach. Ja, komm. Wie lange wäre denn das jetzt, ne? Die Kiste, ne? Achso, warte mal. Kiste, komm her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jo, ist ja gut. Oh, boah, jetzt hat es mich aufgestoßen. Oh, Hilfe. Kleines Lager, ne? Schnurps. Kiste. Jetzt wird gleich nervig. So, wir gucken mal. Kiste. Kiste. Da, also hier. Kiste. 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 Okay, Kiste. Muss noch eins weiter. Okay. Kiste. Da ist vier Kisten. Nebeneinander. Auf der anderen Seite natürlich noch. Und wir können sie schön hoch machen. Das Haus, das geht. Die Frage ist halt, wie machen wir es in der Mitte? Da können wir hinten noch einen Aufgang machen. Dass man noch hoch kann. Dass man noch eine zweite Etage hat an Kisten. Mit so einem Aufsatz, also so Stücke raus quasi. Das wäre machbar. Okay, machen wir das. Ja, also wir brauchen echt Lager, das ist echt wichtig. Lass das schmecken. Was ist das? Kiste? Müssen die essen? Die kommen bestimmt an das hier oben nie ran. Naja. Das war was zu essen, darum hat sie... Jum gemacht. Was wie süß. Also wenn wir jetzt wirklich hier volles Inventar haben, wir können ja weiterbauen. Wenn wir jetzt nochmal in die Mine runtergehen, würde die Kiste theoretisch alles an Stein unten essen, was unten liegt. Wir können es einfach da rausnehmen dann. Was ist das? Wild Carrots. Ach, das sind wilde Karotten. Ich glaube, aber Essen kriegt man nicht wieder, oder? Hier doch, Essen kriegt man auch wieder. Aber wenn sie Essen aufsammeln, dann nom. Ich mach's extra so hier, dass sie es essen kann. Da freut die sich. Die freut sich, wenn sie ihren Job nachgehen kann.
Das mag sie. Guck mal, wie sie sich freut. Dann muss ich mir an den Schluss denken von dem Film. Ah, das war so süß. Na. Also wer den Film nicht kennt, ja, die Farbe der Magie, angucken. Unbedingt. Es ist wirklich ein wunderschöner Film. Er nimmt sich selber teilweise nicht zu ernst, was aber schön ist, was passt. Ja? Es ist wirklich ein schöner Film. Also da kann man echt nicht meckern. So. So. Dann können wir hier noch einen Aufgang machen, da können wir noch eine zweite Etage ransetzen. Würde ich sagen. Ba, 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 ba. Aber wie wünscht sich der Turm wäre da drüben? Ja gut, ist jetzt nicht so wilde, ne? Ist jetzt nicht so wilde, das ist... Kriegt man hin. Wupp. Okay. Jups. Ba, 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 ba. Genau, haben wir zwei davon, da können wir die hier unten einbetten. So. Ne? So. Ich überlege gerade, ob man hier mit den Wänden vielleicht irgendwas Spezielles machen könnte. Nee, das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Achso. So. Türen könnte man hier drauf setzen. Also wenn wir die von innen setzen, müsste es passen, ne? Die Truhe ist so gut. Ah, mir gefällt das so. Hier können wir jetzt noch so eine Bahn in drinnen machen. Hier hinten will ich ja so und so hoch gehen. Da bricht man natürlich so aus Holz was. Ach so, wir können übrigens. Ich habe auch. Was ich drinnen habe, ist. Also, das ist Backpack. Ich habe den originalen Rucksack-Mod wiedergefunden für die 1.10.2. Yes! Also den alten Mod, den anderen mit den, wo man unten den, diese Goldplatte braucht, ne? Wenn ihr den drin habt, macht den raus. Der hier, ihr müsst mal, ich habe jetzt leider gerade keinen Link mehr, sucht mal danach. Die Datei, ne? Die heißt, ich glaube das, was wir drin hatten mit diesem Goldplatte unten, hieß Backpacks. Mit S hinten dran, Backpacks. Und der Mod hieß aber nur Backpack. Ohne S hinten dran. Das ist der einzige Unterschied, den es an dem Namen gibt. Und darum habe ich den nie gefunden. Ich habe den durch Zufall dann gefunden, wo ganz anders. Ne? Also guckt mal, ihr findet den. Ne? Einfach nur suchen. Natürlich ist das Rezept hier ein bisschen anders. Faden. Guck mal, Südefiber kriegen wir vor. Leute, es ist Zeit für einen Rucksack. Es ist Zeit. Wo haben wir die Jute hingepackt? Da unten oder da hinten? Da drüben. Ich glaub da drüben, ne? Ich glaube hier drüben. Gehst du, komm mal mit. Kannst du eigentlich schwimmen? Ich weiß gar nicht, ob die schwimmen kann oder ob die Schaden kriegt, wenn die ins Wasser geht. Haben wir die Jute? Hier ist die gute Jute. Jawohl. Komm mal mit. Die geht nicht ins Wasser. Das heißt, sie wird diese Insel nicht verlassen. Außer es gibt mal irgendwann eine Landbrücke. Also wenn wir in ein Boot gehen, kommt die nicht... Na doch, wenn wir ein richtiges Boot bauen, ein großes Boot, ne? Dann ja, aber in so einem ganz kleinen Boot kommt die nicht mit. Wie das lustig wäre? Hey, die Fische frisst. Das wird das irgendwie feiern.
Ich meine, die hat ja immer Hunger, die Kiste. Aber ins Wasser geht sie schon mal nicht. Das finde ich aber gut zu wissen. Ich habe übrigens auch mal den Weg hier mal so ausgehoben schon mal und so, ne? Einfach mal um halt ein bisschen. Ich wollte halt offscreen irgendwas machen. Ich weiß zurzeit, ich habe ja dieses alte Problem wie früher. Ich weiß nicht, was machst du offscreen? Was kannst du mal offscreen machen? Was ist denn nicht so schlimm? Und was kannst du nicht offscreen machen? Ich habe ja diesen inneren Konflikt da, weil ich nie weiß, was ich hier schenke ich dir. Weil ich nicht. Was hast du eigentlich schon drin alles? Naja. Hey, wieso hast denn du die? Warte mal, die passt klar, die kann ich unten hinsetzen. Double. Ich bin so gut. Hey! Wo sind die jetzt hin? Also, kiss die. Hier, wo ist dir? So ausgetrickst. So. Okay. Geht das? Es geht wirklich. Wie viel brauche ich denn? Komm, wir machen hier gleich, komm. Ach so. Ah, Leder. Kann man da auch das Jute nehmen? Ich denke schon, oder? Für den Kleinen erstmal. Tenet. Okay. Ja, da geht das. Okay, wir brauchen viel davon. So, hoffen wir, dass es jetzt reicht. Ich habe glaube keine mehr, ne? Habe ich noch welche eingesammelt gehabt? Ansonsten müssen wir doch mal in die Düsterwälder gehen. Ich will nicht in die Düsterwälder. Übrigens, nein. Ich will, sowas wie jetzt zum Beispiel hier die Düsterwälder, ne? Die sind ja hier das ganze Stück hier, das sind die Düsterwälder. Die reißen wirklich so immer durch die Insel durch. Und ich will das so machen, dass ich die wahrscheinlich dann, also mit Setzlingen noch dichter und dunkler mache, ja. Ich will die Düsterwälder zu, ich sag mal, meinem persönlichen Horror machen, wo ich wirklich sage, okay, die tragen ihren Namen zurecht, ich will da nicht durchgehen. Ich werde dann auch nicht dort durchgehen mehr, ja. Wir werden vorher noch einen Weg bauen natürlich, von hier, von dem Dorf aus, von der Stadt aus, die wir hier noch bauen. Das Village ist übrigens hinüber. Ich habe schon angefangen, das übrigens abzubauen. So offscreen, das habe ich mal gemacht. Ne? Ich hoffe, das ist okay. Ein Weg wird durchgehen. Der wird sich da durchschlängeln. Also ein ganz dünner Weg. Und einer wird hier sicher außen rum gehen, quasi. Ja. Und hier hinten wird dann vielleicht noch. Hier hinten will ich dann irgendwo die Hexerfestung hinmachen. Hier ist der große Platz. Ich denke mal hier so. Entweder hier so oder hier hinten, in dem Bereich hier, will ich die Hexerfestung noch hinmachen. Und dann will ich hier oben nochmal ein Dorf hinmachen, wahrscheinlich hier auf der großen Fläche. Ne, das ist so der Weg, hat hier dahin, zur Hexerfestung musst du da lang, durch die Wälder hier. Oder halt der sichere Weg, außenrum, übers Dorf hier lang. Ne, also es soll wirklich ein kleines RPG, eine kleine RPG-Insel werden im Prinzip. Also das, was ich damals in meiner letzten, in der großen Life in the Woods Welt gemacht habe, dass wirklich so eine RPG-Welt ist, dass du NPCs hast, mit denen du reden kannst und alles. Genau das kommt wieder, ja. Ich will mir Quests ausdenken. Ich will mir Geschichten zu den einzelnen Inseln ausdenken. Wir haben ja schon mal hier Königreich Aurelion, Arcania und Albion. Ne? Gehört alles zum Königreich Aurelion. Ich will das hier in Klammern vielleicht noch dazu schreiben. Also ich werde das mal löschen. Dann in Klammern Königreich Aurelion, Insel Arcania. Ne? Das muss ich auch nochmal ändern. Königreich Aurelion, Insel Aurelion. Dass wir das noch so ein bisschen detailliert haben. Und ich will noch mehr solche Namen geben, sage ich mal, den Ecken und den Gebieten, sage ich mal. Und hier in dem Düsterwald will ich mit Spinnweben, ich glaube, mit den Fäden können wir auch selber Spinnweben basteln, ne? Warte mal, geht das eigentlich? Das ging, glaube ich, mal, ne? Ach so, ich habe das Add drin. Hier, Spinnweben. Ich glaube, die kann man selber, ja, guck mal, die kann man selber basteln. Was Mana Influx. Ich glaube, es geht ohne das Mana-Ding, ne? Das geht auch bloß mit den Fäden, glaube ich. Jedenfalls will ich. Achso. Ich möchte quasi dann wirklich
wie man das so aus MMOs kennt, ja? Wer von euch viele MMOs spielt, es gibt meistens immer irgendwo einen Wald oder eine Ecke, ein Gebiet, wo riesen Bäume sind, die aber komplett voll sind mit riesigen Spinnweben, die von Baum zu Baum hängen und so, ne? Kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Sowas will ich aus diesem Riesenwald machen. Das wird ein, wie gesagt, mein persönlicher Horror mit Spinnweben riesengroß und Spinnen über Custom NPCs mit riesen Spinnen quasi. Das Ding wird mein persönlicher Horror werden. Darum werde ich immer nur außen rumlaufen, auch wenn es eine Folge länger dauert quasi. Aber, ne, als RPG-Welt ist das super. Als RPG-Welt will ich mit genau sowas machen. So. Okay, wir werden einen kleinen Rucksack erstmal. Dafür brauchen wir das. Das ist kein Problem. Wie kriegt man da raus? 2. Wir brauchen 4, ne? Ich hoffe, das war richtig. Jawohl. Wo ist egal, wie rum man es setzt. Okay. Bup. Haben wir das. Gut. Jetzt brauchen wir das. Einmal ist da... 8 Stück. Wir kriegen immer 2 raus. Okay. Nur einmal? Was? Wie war denn das jetzt, das Rezept? Verdammt, ich hab's vergessen. Entschuldigung. So. Oh. Okay, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Fäden. Das heißt, wir brauchen mehr davon. Ich lege uns das mal unten rein. Der Rucksack ist nicht außer der Welt. Wir kriegen einen. Wir holen uns einen Rucksack. Definitiv. Wir müssen bloß nochmal in die Düsterwälder vor uns. Nee. Ich glaube hier hinten. Hier kriegt man die Ohr her. Hier so. Und hier oben auch. Überall. Seht ihr das? Dass diese Schatten so komisch wackeln, wenn ich den anhabe. Also wenn ich die Minimap oben anhabe. Quasi. Ich habe überlegt, mir vielleicht noch Dings rein, noch den Mod wie heißt's? Mit dieser Journey Map reinzumachen. Da kann man sich auch teleportieren dann. Ich dachte halt, dass die auch schwimmen, das muss ich jetzt sagen. Das ist schade. Naja, gut. Ist halt so. Bada. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ich weiß es wieder. Ach nee, die Türen möchte ich nicht. Ich hätte gerne andere Türen. Oh, hier habe ich noch was. Ach stimmt, ich habe gefarmt. Ich habe ein paar Bäume abgefällt. Nicht viele, nur ein paar, aber... Ja. Ein Tier... Na nee, Quatsch. Bäume, Quatsch. Das ist das Dorf. Ich habe ja schon viel vom Dorf auseinandergenommen. Das war's. Genau, hier. Solche Türen hätte ich gerne. Aber warte mal, ist das jetzt... Das sind die guten, ne? Ach, was wir vergessen haben, ne? Wir hätten ein bisschen Akazie und so mitnehmen können. Fällt mir gerade ein. Was gibt's denn noch für Türen? Tür. Die hätte ich gerne. Fichte. Ja, jetzt geht das nämlich alles wieder. Jetzt haut das alles wieder hin hier hoch. Jetzt können wir uns wirklich auch einfach eine Tür craften, wenn wir das wollen. Aber das geht nicht, weil... Kiste? Meins? Danke. Nein. Meine. Moment. Bup. Irgendwie gefällt mir das hier gerade nicht mehr so, ne? Wir machen nochmal einen Cobblestone rein, würde ich sagen. Und gut. Kiste, ich will nicht dich hauen, ja? Pass bitte auf. Also die hat bloß einen Hit, das ist ein One-Hit. Eigentlich. Oh, Kiste.
Bin ich wieder aufgehoben. Hier, nimm auch mal das hier bitte. Danke. Er ist super, so ein kleiner Helfer, weißt du, der alles wegsnackt. Das ist voll gut. Alter. Ich hab auch jetzt, dass ich die kleine Kiste treffe, ne? Und die hier machen wir nochmal anders. Ruhe, komm mal her, das nehme ich dir wieder ab. Bup, 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 bup. Okay, das wird jetzt knifflig, das umzusetzen, weil die sich bestimmt anders verbinden, als ich das jetzt gerne hätte. Kiste, komm, aber ab die Ecke. Ja, dachte ich mir jetzt schon. Ja gut, mal lassen wir es halt so. Jetzt füllen wir das alles aus. Kiste. Komm, geh mal dahin. Ne, das sind so für Wasser und so, ne? So kleine Abläufe. Geh mal weg. So, Hilfe. Lalalala. Gut. Ja, ist ja gut, ich weiß. Machst du ganz toll. Ich überlege gerade, ob ich. Warte mal. Das mal so machen. Ich meine, ja. Komm mal eine Kiste davor. Kiste? Kiste? Ne, dass wir das so ein bisschen angleichen. Fenster brauchen wir hier unten eh nicht. Das sind ja eh Kisten davor, das macht ja gar keinen Sinn. So. So. Quasi. Ah. Es wird wieder dunkel. Von aus machen wir da noch ein paar Zäune ran. Bup. Achso, da kann ich dann die. Warte mal, machen wir das so hier. So. So, und dann die Kisten rein. Das ist schwierig, ne? Wenn ich jetzt hier hinten noch. Was können wir da machen? Wir holen jetzt dann noch ein bisschen Holz. Können wir nicht jetzt hier eine Treppe hoch machen, ne? So. Wenn das alles nochmal ins Raus geht, der ganze Spaß. Kiste. Du kannst hier hoch. Warte, bist du Nuss? Warte, ich hau es dir runter. Bitte schön. Hä? Ja. Wo ist sie denn hin? Ah, da bist du doch. Da. Kannst alles snacken. Hä? Jetzt war sie kurz verwirrt. Ja. Da war ich kurz verwirrt. Passiert. Passiert den Besten. So. Aber die Ecke hier hinten, ne? Vielleicht eher nicht so, hä? Dum, 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 dum. Oh, das Spiel will ich auch noch Let's Playen. Oh, das muss.